In der Energiefabrik in Knappenrode fand am vergangenen Wochenende die 8. Lausitzer Mineralienbörse statt. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Verein der Freunde für Mineralogie und Geologie. Und deren Mitglieder freuten sich trotz der Hitze über die gute Resonanz. Denn nicht nur fachkundige Besucher waren gekommen, sondern auch ganze Familien. Das NAZ hatte speziell für die Kinder einige Dinge im Angebot.